Trainieren tut er die Duisburger Füchse seit diesem Jahr nicht mehr. Doch ab und an schaut Franz Fritzmeier noch bei seinen ehemaligen Schützlingen vorbei. Mit Leidenschaft und viel Ehrgeiz spornte er die Eishockeymannschaft 3 Jahre lang zu Höchstleistungen an. Umso größer die Freude, dass der gebürtige Bayer auch 2014 wieder in der Liste der Nominierten zur Wahl zu Duisburgs Trainer des Jahres auftaucht. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen überlegt und ich muss sagen, ich denke, meine Schwiegermutter in Spee hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil die ist immer, die votet immer fleißig für die Füchse und verfolgt die Füchse auch immer sehr stark und ich denke, die hat mich, ja, so wie ich mich erinnern kann, hat sie mich angerufen und mir die freudige Nachricht überbracht. Sichtlich erfreut zeigt sich Fritzmeier immer noch über das Ergebnis der Sportlerwahl 2012. Da hatte er sich den Titel schon einmal holen können. Vor 2 Jahren, als ich die Wahl gewonnen habe, das war eine sehr, sehr große Ehre und war auch eine tolle Veranstaltung und hat mich auch sehr stolz gemacht, vor allem in der Stadt, wo ich mich zu Hause fühle. Ja, ich komme eigentlich gebürtig aus Bayern, aber im Laufe der Zeit ist Duisburg zu meinem Zuhause geworden, auch wenn ich jetzt nicht mehr hier arbeite, aber die Stadt Duisburg liegt mir sehr am Herzen und natürlich auch der Verein hier und ja, ist immer wieder eine große Ehre, dann in dieser Stadt nominiert zu werden. So ist Franz Fritzmeier nicht umsonst nominiert worden. Schließlich weiß er, wie er den Kampfgeist der Mannschaft entfacht und worauf es ankommt, wenn das Spiel beginnt. Vor allem, dass wir bereit sind, wenn wir das Eis betreten. Na, also für mich war immer, sobald das Training beginnt, muss jeder Spieler bereit sein. Und wichtig war für mich immer die Qualität. Ja, natürlich, wir haben immer sehr intensiv trainiert, aber größte Priorität hatte immer, dass egal welche Übungen wir gemacht haben, dass sie immer mit Sinn waren und dass sie auch immer ja, mit höchster Qualität ausgeführt wurden. Doch nicht nur Qualität ist dem ehemaligen Cheftrainer der Duisburger Füchse wichtig. Vor allem lege ich sehr viel Wert auf Disziplin und harte Arbeit, aber ich denke, das ist auch meine Aufgabe als Trainer, ja, weil wir befinden uns hier im Beruf, ja, die Jungs verdienen hier mit ihr Geld, ja, auch wenn es junge Spieler sind und noch nicht so viel ist. Aber meine Aufgabe ist es, die Jungs so zu erziehen, in Anführungsstrichen, dass sie ja, in ihrem Beruf weiterkommen. Und es geht nur mit Disziplin, harter Arbeit und auch einer gewissen Leidenschaft. Und genau diese Passion ist es auch, mit der Franz Fritzmeier seine bisherigen Erfolge im Eishockeysport verbuchen konnte. Ob er bei der Sportlerwahl 2014 einen weiteren Sieg einholen kann, bleibt abzuwarten.